Bei unserem nächsten Projekt geht es auch wieder darum, den Überblick zu behalten und nicht zu verlieren bei all den Informationen, die auf uns einprasseln. Das ist das Projekt Watchdog und das erklären euch jetzt Felix, Paul und Torben. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hi, hi. Hört man mich? Wunderbar. Hi, wir sind die Gruppe Watchdog und wir haben, denke ich mal, wie sehr viele andere Techniker, viele Menschen hier bei JugendTech, das Problem, dass es tausend und abertausend Webseiten gibt und alle diese werden in unregelmäßigen Abständen geupdatet und wir haben da drin ein riesiges Problem gesehen und das braucht alles sehr viel Zeit und deshalb haben wir eine App programmiert für iOS, die Watchdog heißt und wie diese funktioniert, erklärt jetzt Felix. Ja genau, also Watchdog, schließ mal bitte an. Also Watchdog kümmert sich darum, dass wenn sich zum Beispiel die Anmeldung für JugendHackt öffnet, dass man sofort eine Nachricht auf sein Handy bekommt, anstatt dass man jeden Tag gucken muss, um zu sehen, ob sich die Anmeldung geöffnet hat. So, das zeigen wir jetzt auch einmal. Und zwar öffne ich mal jetzt die App. So, Watchdog, da habe ich jetzt schon zwei Beispiele reingemacht. Zum Beispiel könnte ich jetzt den Preis eines MacBooks bei Mediamarkt verfolgen. Und jetzt füge ich mal einen neuen Observer hinzu. Nennen wir den mal JugendHackt. So, dann habe ich den Link schon kopiert, mache ihn hier rein und starte dann mit der Observation. So, und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich schon, dass sich am 24.08.2018 das Label Anmeldung geschlossen auf Label jetzt für JugendHackt in Berlin anmelden geändert hat. Und dann hätte ich an diesem Tag halt gewusst, dass es Zeit ist, sich anzumelden. Und jetzt erklärt Torben noch den Telegram-Bot, den wir dazu entwickelt haben und das Technische. Genau, also Felix wollte unbedingt eine iOS-App machen und um eben auch Android-User ansprechen zu können oder eben auch Leute, die nur einen PC zu Hause haben, haben wir einen Telegram-Bot gemacht, jetzt während der Präsentation, es war ziemlich knapp. Und da kann man eben auch mit verschiedenen Befehlen, mit einmal URLs hinzufügen und einmal eben auch aber die Ergebnisse bekommen, also die Changes, die Veränderungen. Und ich würde jetzt eben mal die Changes anfragen sozusagen, weil wir haben schon ein paar URLs geedit. Ich glaube, wir hatten, damit man es mal gut demonstrieren kann, eine Atomuhr geedit. Das heißt, ich gebe das mal kurz ein. .de. So. Und dann, genau, werden die Sachen eben alle in der Datenbank gespeichert. Ich sage auch gleich nochmal was zum Backend, was ich gemacht habe. Und nach einer kurzen Wartezeit sollte man dann die Veränderungen bekommen. Ich hoffe mal, es klappt. Wenn nicht, rede ich kurz über das Backend. Und zwar überlagern wir sozusagen die Arbeit der ganzen User immer auf die Webseiten zu schauen am Server. Das heißt, die ganzen URLs werden gespeichert und der Server ja, greift die dann ab. Und wir haben dann einen Cronjob gemacht, der jede Minute eben die Sachen, die Website-Inhalte runterlädt, benutzen dann eine Diff-Library, um eben die Unterschiede rauszubekommen und formatieren das alles schön und speichern dann die Änderungen mit einem Timestamp in der Datenbank. Und ich sehe, es klappt leider nicht, aber ihr müsst mir glauben, also es funktioniert jetzt mittlerweile. Und genau, wir implementieren das dann noch so, dass man eben noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hat, zum Beispiel das Intervall ändern kann. Bei einer Uhr-App würde eben eine Sekunde Sinn machen, bei der Anmelde-App, bei der Anmelde-Website zum Beispiel einen Tag oder eine Woche oder so. Weil da kann man dann unseren Server eben ein bisschen entlasten. Genau, jetzt gebe ich noch für das Ende dem Paul. Genau, wir haben vor, unsere App im App Store zu veröffentlichen, ganz viele Statistiken zu machen, weil Statistiken und Massendaten sind generell ja sehr toll. Und wir sind bisher noch beim Problem gescheitert, dass sehr viele Websites mit Cloudflare gesichert werden und da arbeiten wir gerade noch an der Lösung. Genau, das sind unsere Kontaktadressen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Super. Das ist ja auch mega typisch für JugendHackt. Ich weiß nicht, ob es allen Leuten aufgefallen ist, das ist in so einem Halbsatz gerade hingenuschelt worden und dann haben wir diese andere App jetzt gerade, während hier die Präsentationen gelaufen sind, haben wir die noch geschrieben. Also nochmal ganz besonders krassen Applaus dafür, für dieses Workflow-Management. Applaus
Ich habe eine kurze Frage an euch. Ihr seid ja auch extrem spezialisiert in eurem Team und sehr aufgeteilt, wer was gemacht hat und wer jetzt welche Art von App besonders gerne schreiben wollte. Seid ihr quasi, also seid ihr schon Spezialisten für bestimmte Programmiersprachen oder Apps und habt gesagt, deswegen möchte ich das gerne genau in dieser App auch schreiben oder habt ihr auch mal was Neues ausprobiert oder seid ihr schon sehr festgelegt auf eine Sache? Wie ist das bei euch im Team, dass diese Aufteilung zustande gekommen ist? Also ich habe jetzt in den letzten Jugendtech-Projekten zweimal Apps gemacht und deswegen wollte ich jetzt mal eben auf die andere Seite, aufs Backend schauen. Ich habe zwar schon Backends geschrieben, aber es ist doch immer wieder was Neues. Zum Beispiel habe ich dieses Mal zum ersten Mal eben Daten mit Unterschieden verarbeitet, also Unterschiede rausgelesen und ja, ich weiß nicht, willst du was sagen? Ja, genau. Also ich finde einfach, dass Swift cool ist und Spaß macht, deswegen mache ich gerne iOS-Apps so. Genau, und übrigens hat er mir Swift beigebracht, deswegen einmal ganz kurz einen großen Applaus für ihn. Cool, also ihr seid wirklich ein Projekt, wo man besonders gut sehen kann, wie Jugendhackt gedacht ist und wie Jugendhackt funktioniert. Ganz vielen lieben Dank nochmal. Merci.